In jeder Verkehrslage sicher und komfortabel unterwegs. Mit den Fahrerassistenzsystemen Ihres BMW mit Operating System 8. So geht's. Drücken Sie einfach auf die Taste Fahreinstellungen in der Mittelkonsole, um das Menü Fahrerassistenz zu öffnen. Hier können Sie, je nach Fahrzeugausstattung, alle Fahrerassistenzsysteme anpassen. Sie haben die Wahl. Auf der linken Seite sehen Sie alle Kategorien. Unter Sicherheit und Warnungen können Sie die Warnstufen einstellen, zum Beispiel für die Spurverlassenswarnung. Je nach Funktion können Sie zusätzlich den Lenkeingriff ein- oder ausschalten. Unter Fahren lassen sich alle Fahrerassistenzsysteme anpassen. Speed Limit Assist, Abstandsregelung, Strecken- und Kreuzungsassistent und Assisted Driving. Über Rückmeldungen am Lenkrad stellen Sie die Warnunterstützung Ihres BMW ein. Wählen Sie zwischen drei Vibrationsstärken und der Anzeige von Leuchtelementen. Um Funktionen schneller nutzen zu können, drücken und halten Sie das entsprechende Symbol und wählen zu Shortcuts hinzufügen. So erstellen Sie einen iDrive-Schnellzugriff. Sie wollen noch einfacher mit Ihrem Fahrzeug kommunizieren? Kein Problem! Mit dem BMW Intelligent Personal Assistant steuern Sie die Fahrerassistenzsysteme mit Ihrer Stimme. Hey BMW! Schalte die Spurverlassenswarnung an. Sure, I will activate the lane change warning. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.